Um das Gröbste haben wir uns jetzt schon gekümmert. Essen hatten wir auch gerade nachgeguckt, aber ich hätte eigentlich ganz gerne mal so einen richtig, richtig großen Vorrat an Essen und Trinken, damit wir uns langfristig einbuddeln können. Deswegen gucke ich doch gleich mal, wie das hier oben aussieht. Ganz viele Früchte, keiner ist am Trinken machen. Das ist nicht gut. Level Schmiel, Repeat. Level Schmiel, Repeat. Auch wenn das verkochbare Essen hier nicht wirklich voll aussieht. Das können wir auch schon mal anschmeißen. So, unser Friedhof sieht echt nicht gut aus. Die ganzen Pflanzen werden abgesammelt, die Tiere verprügeln sich gegenseitig. Was haben wir hier? Kuh. Ganz viele Kuhzähne. Die sind nicht verboten, also müssten die auch gleich aufgehoben werden. Okay. Goldstraße hatte ich zwischendurch auch mal kurz angefangen. Ich weiß nicht, ob das in der letzten Aufnahme drin war. Es gab da ein kleines Problem. Also 3 Minuten waren weg. Da habe ich aber eigentlich nur kleinen Kram gemacht, nichts wirklich Wichtiges. Und warum ist hier so viel Krimskrams im Trade Depot? Platinbarren. Finished Goods Bin. Rope Reed Fiber Thread. Und Lehm. Gucken wir mal. Stoff müsste eigentlich hier einsortiert werden. Thread. Rope Reed Fiber Thread. Müsste hierher gebracht werden. Und das andere war das Lehm. Der müsste auf dem Block-Stockpile oder einfach auf dem Stein-Stockpile gebracht werden. Haben wir einen Stockpile für Nicht-Shared, Marble und rotes Zeug? Ich glaube nicht. PS. Stockpile. Steine. Alles bitte außer Marble, Kaolinit und Chert. Das heißt, alles außer die drei Steinsorten werden jetzt hier einsortiert. Dann gucken wir, was so alles zustande kommt. So, was haben wir noch? Der Hammerzwerg wurde zu einem Hammerlord. Oh. Das hört sich an, als wenn sie noch im Trainingsraum wären. Und ja, sie sind noch im Trainingsraum. Und was ist mit dir passiert? Wunden, extreme Schmerzen, Oberkörper ist braun. Hier sind auch noch ein paar andere angeditscht, dessen Oberkörper ist auch braun. Dann machen wir doch mal kurz eine Pause. S, Shift A, O, Shift B, O. Moment mal. S. Die Charcoal-Säcke sind nur noch 8. Waren das nicht noch letzte Folge 10? Ach du gute Güte, liegt Ausrüstung rum. Ist einer gestorben in der Trainingshalle? Das muss doch irgendjemand gesehen haben. Ah, aber die Informationen werden nicht zwischenzeitlich abgespeichert. Also wir sehen jetzt nur die Meldung von dieser Aufnahme, nichts, was davor war. Ist irgendwo Blut zwischen? Ja, Blut schon. Solange hier keine Knochen sind? Nö. Es ist keiner im Danger Room gestorben. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Aber warum fehlen beim Militärtrupp welche? Da, die beiden sind weg. Na gut, ersetzen wir einfach mal. Du und. Ach, wir haben noch recht viel auf Vorrat. Das war gerade ein Hauler. Stopp. Befehl zurück. Kein Hauler Militär. So. Da. Zück 70N. Der ist auch schon dreimal gestorben. Auf ein viertes Mal. So, da unten wird sauber gemacht. Wir haben trotzdem 33 Arbeitslose. Heißt das etwa, dass die Goblin-Sauerei unten sauber gemacht wurde? Also am Brunnen ist schon überall Blut. Ja, da habe ich auch eine lustige Geschichte gehört. Wenn ein Tropfen Blut in eine Wasserquelle kommt,
ist die ganze Wasserquelle mit dem Blut kontaminiert. Wenn ein Zwerg Blut von einem Vampir trinkt, wird er selber zum Vampir. Das heißt, wenn da jetzt ein Tropfen Vampirblut drin ist, werden alle Zwerge, die davon trinken, was ja nicht besonders häufig vorkommt, weil sie alle Alkohol trinken, aber wenn mal einer davon trinkt, dann wird er auch zum Vampir. Das kann man bestimmt leicht ausnutzen, kann aber auch bestimmt sehr schnell zu jede Menge Chaos führen, da wir dann ein halbes Fort haben aus Vampiren, die dann das andere halbe Fort aussaugen wollen. Ja, müssen wir mal gucken. Nö, hier unten ist auch noch Blut, auch noch Käfigfallen, die aufgestellt werden müssen. Das Blut hier wird nicht sauber gemacht. Okay. Mal wieder ein paar Channel-Befehle verteilen. Da und da und da. Es wird echt Ewigkeiten dauern, bis es hier einigermaßen ordentlich aussieht. Aber na gut, können wir nicht ändern. Der Stockpile hier war für Blöcke? Granitblöcke. Oh, da fällt mir gerade auf, ich habe Fehler gemacht. Der Steinstockpile, der neue, da habe ich nicht Granit genommen, sondern Marble. Genau. Wo ist Granit? Anderer Stein. Granit. Genau, Marble haben wir ja gar nicht. Das wäre schön, wenn wir Marble hätten wegen Stahlproduktion, aber meh. So, das wird sortiert. Essen und Trinken wird produziert. Holz. Ja, das ist... Das werde ich irgendwann off-camera machen müssen. Wir müssen jetzt theoretisch von diesem Hauptholzstockpile ihm sagen, dass jeder kleine Stockpile hier davon nehmen soll, solange bis er voll ist. Also die hier sind ja immer so 2x3 gewesen. Die hier sind ja alle schon voll. Aber zum Beispiel der hier, dem fehlt noch ein Holz. Das heißt, dieser kleine Stockpile würde dann immer in diesem Stockpile nachgucken, ob seine Holzsorte dann da ist. Und wenn ja, würde sie sofort hierher gebracht werden, bis der Stockpile halt voll ist. Und danach könnten wir gucken, was hier übrig bleibt in diesem großen. Und alles, was da drin übrig ist, darf auch befeuert werden. Das hier unten sollte eigentlich so ein Notfalllager werden. DB. Ja. Forbid. Alles verbieten. So. Aber ja, das mache ich nicht jetzt. Das dauert viel zu lange. Das mache ich auch nochmal. Was haben wir noch? Danger Room wird unten aufgeräumt. Eigentlich könnten wir das Spiel jetzt eine ganze Weile mal weiterlaufen lassen. Denn der ganze Kleinkram wird nebenbei erledigt. Also das Essen machen, trinken, aufräumen, Fallen neu bestücken und so weiter. Aber wir haben 70 Arbeitslose. Denen müssen wir doch irgendwas zu tun geben können. Also ja, wir könnten noch mehr Bodenplatten legen und sowas, aber... Türen aufstellen könnte ich auch noch machen bei Zeiten und neue Betten. Genau. Und bei dem Atom Smasher, also bei unserer Müllpresse. Die war wo? Hier. Da müsste der Müllhaufen sein. Den will ich mal ganz kurz durchgucken. I. Ja, Kabelstamp. Ja, sehr viel Goblin aus. Oh, es geht eigentlich. 3 Seiten, das ist nicht viel. DBC. Und Moment mal, ich habe da gerade Marbel gesehen. Oh, wir haben doch Marbel. Das ist doch mal sehr schön. Aber wo kommt das Marbel her? Hier unten. Hier ist Granit. Das ist ja unser Hauptwerkzeug. Werkstoff. Haben wir hier irgendwo eine Schicht Marble zwischen? Granit, Granit. Hier, Marble. Stimmt, im Höhlensystem. Sogar jede Menge. Oh, sauber. Der einzige Haken ist halt nur, dass wir dafür ins Höhlensystem gehen müssen. Aber ja, das sollten wir zwischendurch immer schön abbauen.
Alles weg. So. Schön, schön. Habe ich ganz vergessen gehabt. Dafür sollten wir vielleicht auch nochmal einen extra Stockpile machen, weil die Flachssteine sind ja doch recht wichtig. Aber ich denke mal, dieser andere Stockpile für die anderen Steinsorten wird eh nicht so schnell voll. Was war das gerade? Ein blinkendes Haar. Was bist du? Eine Galak, das ist der... Ah, das ist das Salz. Das verbieten wir doch mal. Zack. Das war das Salzmonster. Ein Teil davon ist jetzt übrig geblieben und im Stockpile gelandet. Und blinkt. Warum auch immer. So, hier läuft alles vor sich hin. Ist okay. Ich wollte aber eigentlich zu meinem Steinstockpile. Das ist immer noch viel zu unübersichtlich für mich. Hier ist der. Aber ja. Ich spiele mit dem Gedanken, ein neues Fort anzufangen. Ich weiß nicht, ob ich das denn einfach pausiere oder ob ich hier irgendwie dramatisches Ende provoziere, wobei ich nicht ein Fan von sowas bin. Das neue Fort will ich eigentlich primär deswegen machen, weil es ein wenig übersichtlicher werden könnte. Aber es wäre schade. Also ja, wie gesagt, ich spiele nur mit dem Gedanken, um ein etwas effektiveres Fort zu bauen. Aber das habe ich eigentlich immer, wenn ich Dwarf Fortress spiele. Ich spiele sehr, sehr selten ein Fort richtig bis zum Ende durch. Meistens fällt mir irgendeine Kleinigkeit auf, wie zum Beispiel, oh, der Turm ist ein Feld zu weit in die Richtung gebaut worden. Und das regt mich dann irgendwann so weit auf, dass ich einfach ein ganz neues Fort anfange. Da versuche ich natürlich, mich zurückzuhalten, weil das ja ein Let's Play ist und ihr auch zugucken wollt. Und das für euch ein wenig ärgerlich wäre, wenn ich immer wieder neue Forts anfange. Aber jetzt häufen sich da ein paar Sachen. Oh, Migranten. Einheiten. 177 Zwerge. Lassen wir die mal reinrattern. Wobei, eigentlich geht das. Ich denke mal, das ist für mich nur so unübersichtlich, weil ich halt immer ein, zwei Tage zwischen den Aufnahmesessions habe und mich dann wieder reinfinden muss. Ich kann ja nicht diese Karte nebenbei privat spielen. Das ist dann zu verwirrend. Wo bleiben die Migranten? Oh! Das Forgotten Beast Xukbik ist gekommen. Ein riesiges bzw. enormes geschupptes Lama. Es hat zwei schmale Schwänze und es, was ist, undulates rhythmisch. Er macht irgendetwas rhythmisch. Es hat azurblaue Schuppen, die oval geformt sind und sehr dicht beieinander. Nimm dich in Acht vor den Spinnweben. Da. Okay, vielleicht wird die... Ups, Pause. Vielleicht wird die Frage nach einem neuen Fort von dem Biester beantwortet. Aber ich denke nicht. Also, Militär, Alarm. Inside. So, alle rein.